Auch heute begrüßen wir euch ganz herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Vor kurzem habe ich den Psalm 40 gelesen. Möchte euch die Verse 2 und 3 aus der Hoffnung für alle vorlesen. Da heißt es: Voll Zuversicht hoffte ich auf den Herrn, und er wandte sich mir zu und hörte meinen Hilfeschrei. Ich war in einer verzweifelten Lage geraten, wie jemand, der bis zum Hals in einer Grube voll Schlamm und Kot steckt. Aber er hat mich herausgezogen und auf festen Boden gestellt. Jetzt haben meine Füße wieder sicheren Halt. Vielleicht findest du dich da wieder. Hoffe voller Zuversicht auf den Herrn. Er holt dich wieder heraus aus deiner schwierigen Situation, so wie David es erlebt hat. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Heute habe ich das Thema Treibstoff für Freude. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Treibstoff für Freude. Ja, Treibstoff ist in diesen Tagen teuer geworden und kostbar geworden, und ohne Treibstoff kommen wir nicht vorwärts. Das hat auch was mit dem Glauben zu tun. Glaube funktioniert nicht mit Diesel oder super bleifrei oder super Superpower oder was auch immer. Nein, es ist wirklich wichtig, dass wir diesen Treibstoff haben, und Dankbarkeit ist der Treibstoff für Freude. Ich sag's nochmal, Dankbarkeit ist der Treibstoff für deine Freude. Sei nicht erst dankbar, wenn alles gut geht. Sei nicht erst dankbar, wenn du sagst, wenn ich mal gesund bin, wenn ich geheilt bin, dann werde ich dankbar. Sei nicht erst dankbar, wenn du reich bist oder wenn alles so passt, wie du dir dein Traumleben vorstellst. Sei dankbar für das, was du hast. Sei dankbar für die kleinen Dinge. Und dieser Tag heute ist ein Geschenk für dich. Sagst, oh, was ich heute schon erlebt habe. Ich sag dir, dieser Tag und der nächste Tag, jeder Tag ist ein Geschenk für dich, und feiere jeden Moment die guten Dinge, die guten Momente. Feier jeden Moment, wenn du irgendwo Gunst erhältst. Feier jeden Moment, wo du sagst, wow, das war jetzt aber eine schöne Sache. Und wow, im Supermarkt, ich habe das noch gebraucht und das stand da, nur noch eins für mich. Feier diese Dinge, und ich sag dir, Dankbarkeit ist der Treibstoff für Freude. Es heißt auch in der Bibel, kommt mit Dank vor mein Angesicht. Und das wollen wir auch tun. Das muss nicht so kirchlich, sakral, religiös sein. Und nein, ganz einfach, wenn du was Tolles erlebst, ist noch so klein, dann wirklich, ich sag dir, du gehst irgendwo hin und dein Lieblingsessen wird dort angeboten und sagst, wow, das ist genau was für mich. Dann ist nicht, dann, ja, jetzt der Wirt und der steht ja immer da und das war nichts Besonderes. Sei dankbar, wenn du dich freust, genau das, was du brauchst, ist gerade da. Und ich sag dir, gestalte deinen Tag. So viele überlassen ihren Tag dem Zufall. Naja, nicht gut gelaufen und das und jenes und ach ja, ich sag dir, gestalte deinen Tag und baue da auch Dankbarkeit ein. Und ich sag dir, du wirst voll getankt mit Freude. Danke, Herr Jesus. Herr, danke, Herr Jesus, dass wir wirklich, Herr, tanken dürfen, deine Freude, Herr, tanken dürfen, indem wir dankbar sind für all das, was du uns gibst. Herr, dass wir, Herr, mit unseren zwei Beinen gehen dürfen, dass wir aufstehen dürfen, dass wir nicht im Bett liegen und so weiter. Herr, ich danke dir dafür, für die vielen Dinge, die du uns gibst, Herr. Ich danke dir dafür. Lass uns dankbar sein und dass wir voll Freude sind. Herr, lass uns ein Unterschied sein zu dieser Welt, die so griesgrämig und so hoffnungslos durch den Tag läuft. Lass uns wirklich Freude haben. Amen. Amen. Und Gott ist so großartig. Er möchte dir helfen. Und deshalb wollen wir beten und dich ermutigen, festzuhalten an den Verheißungen und
dein Vertrauen auf Jesus zu legen. Und per E-Mail erhielten wir folgendes Gebetsanliegen. Habe heute Nacht von 1 bis 4 Uhr wachgelegen, mit Herzrasen und Unruhe. Brauche Gebet, dass ich wieder schlafen kann, um Kraft für den Tag zu bekommen. Danke, Jesus. Danke für euren Dienst und liebe Grüße. Jesus, und ich danke dir, dass du diese Person kennst, die hier nachts wach liegt und nicht schlafen kann. Und ich danke dir, dass du dieses Herz wieder in die richtige Funktion bringst. Danke, Jesus, dass diese Unruhe verschwindet und dass Frieden in diese Person hineinkommt. Danke, dass es in deine göttliche Schöpfungsordnung zurückkommt, so wie du sie geschaffen hast. Danke, Jesus. Dir sei alle Ehre dafür. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns auf WhatsApp und bittet um Gebet. Hallo, ich habe ein Gebetsanliegen. Ich hatte im November 2020 Corona und habe seitdem Probleme mit meinem Geschmack. Ich habe erst meinen Geschmack verloren und dann kam er wieder, aber total gestört. Ich mag fast nichts mehr essen. Mein Gebet ist, dass Gott ihn wiederherstellt. Danke. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Geschmacksnerven wiederherstellen kannst. Danke, Jesus, dass diese Person wieder das schmecken darf, was du geschaffen hast, was ihr Essen und das, was sie zu sich nimmt. Danke, Jesus, dass diese Geschmacksnerven wieder richtig funktionieren und dass du diese Person heilst. Danke, Jesus. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass alles wieder vollständig in Ordnung kommt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Gebetsanliegen. Wir beten gerne für dich und die Infos sind eingeblendet. Und ein Vater hat ein Gebetsanliegen für seinen Sohn und schreibt folgendes. Liebes Missionswerk-Team, unser Sohn, 12 Jahre alt, hat seit seiner Geburt eine Essstörung. Wir hatten dazu im Vorschulalter etliche stationäre Klinikaufenthalte, teilweise bis zu 10 Wochen. Sein Nahrungsspektrum ist aktuell noch immer sehr eingeschränkt und er isst gerade jetzt in der Pubertät Entwicklung deutlich zu wenig. Er ist extrem untergewichtig. Konkret bitte ich um Gebet für Heilung der Essstörung. Es wäre eine Wunderheilung für uns. Gewichtszunahme, Erweiterung des Nahrungsspektrums und der Nahrungsmenge, Lust am Essen und Appetit. Verbesserung der familiären Situation in Anbetracht der Krankheit. Ich bedanke mich schon jetzt ganz herzlich. Ja, das ist was, wo wir wirklich Gott hinlegen dürfen und er erhört Gebet. Danke, Herr. Herr, danke, Herr, dass du, Herr, diesem Sohn wunderbar begegnest. Herr, Herr, danke. Herr, danke, dass wir in diesen ganzen Körper, in den ganzen Organismus, Herr, wirklich Normalität hineinrufen dürfen. Herr, ich danke dir dafür. Herr, Herr, schenke Gesundheit von innen heraus. Herr, die ganzen Organe und das ganze, Herr, auch das ganze Gehirn und alles, was damit in Verbindung steht, Herr, für die Essstörung. Ich danke dir dafür, Herr, dass du Wunder tust. Herr, dass du das Wunder tust, dass du, Herr, dieses Kind berührst. Herr, dass es ganz normal ist und, Herr, zunimmt, Herr, und ganz normales Leben führen kann. Und wir danken dir dafür, Herr. Herr, dass es bei dir schon geschehen ist und lass es uns auch sehen, Herr, dass es Realität wird für unsere Augen und auch für die Eltern, Herr, dass sie sehen, du hast Gebet erhört. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen ist das für einen Freund und für sich selber. Liebe Isolde, lieber Daniel, bitte um Gebetsunterstützung für einen Freund, der total verkrebst ist und Ärzte können ihm nicht mehr helfen. Aber unser Vater kann ihn völlig wieder heilen. Daran glaube ich. Und er kann auch meine Schulter wieder ganz in Ordnung bringen. Danke und Gottes Segen für euch. Ja. Dieses Wort wieder, daran glaube ich. Und da machen wir uns eins. Danke, Herr. Herr,
wir glauben daran. Herr, danke, Herr, dass dieser Freund, der von den Ärzten aufgegeben ist, Herr, bei dir nicht aufgegeben ist. Und ich danke dir dafür, dass du Gebet hörst, erhörst. Und du siehst auch den Glauben und auch, Herr, das Vertrauen in die ganze Situation hinein. Und Herr, danke, dass wir da beten dürfen, dass das Wunder geschieht, dass dieser Krebs verschwindet und dieser Freund wieder gesund wird. Und Herr, genauso die Schulter, Herr, von diesem Menschen, Herr. Danke, Herr, dass die in Ordnung kommen, dass du sie berührst. Und danke, Herr, dass wieder Heilung hineinkommt, dass die Schmerzen verschwinden in deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Wunderbares geschieht mit Gottes Hilfe und durch Gottes Eingreifen. Und da schreibt jemand, Rettung einer Ehe, Gott heilt Zerbrochenes. Vergebung ist ein Schlüssel dazu. Ich hatte mich an euch mit der Bitte um Gebetsunterstützung gewandt. Unsere Ehe hing am seidenen Faden. Mein Mann hatte schon Pläne auszuziehen. Ich habe für alles Gott um Vergebung gebeten. Für all die negativen Gedanken gegen meinen Mann. Der Herr hat eingegriffen und hat die Beziehung Stück für Stück geheilt. Heute zeige ich ihm viel öfter, dass ich ihn lieb habe. Das habe ich zuvor wenig getan, leider. Vielen Dank für euer Mitbeten. Ja, Vergebung ist wirklich ein großer Schlüssel, auch für Gottes Eingreifen. Schmerzen verschwunden, schreibt diese Frau. Vor einiger Zeit bat ich um Gebet, weil ich schon länger Schmerzen am rechten Bein hatte. Die Schmerzen sind verschwunden. Dem Herrn die Ehre und euch ganz herzlichen Dank für die Gebete. Das nächste ist eine Fürbitte für einen Bekannten. Die Lunge funktioniert wieder und die Frau schreibt, meine Gebete und eure Gebetsbitten wurden erhört. Weil seine Lungenflügel angegriffen waren, musste ein Bekannter bei seinem Krankenhausaufenthalt Sauerstoff nehmen. Vor ein paar Tagen, zu seinem Geburtstag, haben er und seine Frau uns besucht. Wir waren überglücklich, wieder gesund. Gott sei Lob und Dank und auch euch. Wie schön, wenn man das erleben darf. Zwei Gebetserhörungen ist das nächste. Auch für Ruhestörungen ist Gott zuständig. Und so erlebte es diese Frau. Danke für Ihre Gebetsunterstützung. Gott hat schnell eingegriffen. Meine finanzielle Situation mit meiner Bank konnte bereinigt werden. Eine weitere Erhörung wegen meiner Wohnungssituation. Ruhestörung seit längerer Zeit kam auch in Ordnung. Seit dem 16.01. ist Ruhe. Ja, Gott erhört Gebet und das ist wunderbar. Ja, jetzt ist Ruhe. Das ist wirklich eine Gebetserhörung. Das kann ich mir vorstellen. Und du sagst, oh ja, da muss ich auch mal schreiben. Ich brauche auch Ruhe in meinem Haus oder was auch immer. Das darfst du gerne tun, aber hast du was erlebt oder eine Gebetserhörung erlebt, lass es uns auch wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen, dass andere wieder Glauben fassen und es auch erleben. Ja, tanken ist teuer geworden. Tanken ist teuer geworden und ich muss gerade mal wieder hin, wo ich gerade war. Und ich habe eine Tafel gesehen und da stand drauf, ich will ja nicht prahlen. Aber ich habe vollgetankt. Ja, das ist eine Aussage in der heutigen Zeit, wo der Sprit so viel Geld kostet. Aber es ist auch für mich die Brücke, dir zu sagen, du brauchst auch nicht prahlen, tanke voll den Treibstoff. Und ich habe dir gesagt, was der Treibstoff ist, Dankbarkeit. Tu wirklich voll tanken Dankbarkeit. Und die Dankbarkeit, daraus kommt die Freude, die du brauchst. Und ich glaube, jeder braucht Freude. Wenn du Gebetshilfe brauchst, dann schreib uns. Wir beten gerne für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Und wenn du montags auch von uns was haben möchtest, wir haben die Ermutigung der Woche und die kannst du abonnieren. Geh auf unsere Webseite, das ist völlig kostenlos. Du bekommst dann jeden Montag eine Ermutigung in deine Mailbox. Sei gesegnet und bis bald. Wir verabschieden uns und wünschen dir alles Gute. Der Herr segne dich.
Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.